Für die letzte Regierung war es wohl unvorstellbar, dass man Flieger in Gebäude steuert, in diesem Ausmaß. Nach Angaben von USA Today hielt die US-Luftwaffe von 1999 bis 2001 viermal jährlich Sonderübungen ab. Bei diesen wurde simuliert, dass zivile Luftfahrzeuge von Terroristen entführt würden. Die angenommenen Ziele waren die Zwillingstürme und das Pentagon. Am 11. September 2002 schrieb die New York Times, ein Jahr nach den Anschlägen weiß die Öffentlichkeit weniger über die Umstände, bei denen 2801 Personen am helllichten Tage im Herzen Manhattans zu Tode kamen, als das Volk 1912 binnen Wochen über die Titanic wusste. A proposito del Titanic. Fünf Jahre nach Erscheinen dieses Artikels ist noch immer rätselhaft, was an jenem Tag geschah. Ich bin Bob McElvain und ich komme aus Pennsylvania. Am 11. September 2001 verlor ich meinen 26-jährigen Sohn Bobby. Er war kurz davor bei Merrill Lynch eingestellt worden. Es überkommt einen immer. Keine Angst, ich werde es überwinden. Trotzdem, jedes Mal, wenn dieser Tag erwähnt wird, kommt der Schmerz hoch. Man denkt, dass die Zeit die Wunden heilt, aber das tut sie nicht. Die Schlüsse der Untersuchungskommission waren sehr enttäuschend. Viele Beweise wurden ignoriert, viele Zeugen nicht angehört. Der Endbericht kehrt eine Reihe entscheidender Punkte unter den Tisch. Ein paar Tage vor dem 11. September erhielt Mohammed Atta eine riesige Geldsumme, etwa 100.000 Dollar. Der Betrag wurde von einem pakistanischen Geheimagenten überwiesen. Es ist ein gewaltiger Skandal, dass die vom US-Kongress einberufene Untersuchungskommission zum 11. September diesen Mann weder verhörte, noch anders ans Licht zu bringen versuchte, was es mit den 100.000 Dollar auf sich hatte. Alle traten im Fernsehen auf und richteten ihre Zeugenaussagen an die Nation. Meine wurde zurückgehalten. Wieso wollte man sie zurückhalten? Das war unlogisch. Ich schilderte ihnen genau das, was auch hier erörtert wurde, dass wir Explosionen gehört hatten und Leute verbrannten, bevor die Flugzeuge ins Gebäude einschlugen. Dass es Überlebende gab, die für eine Anhörung zur Verfügung standen. Später kam der Endbericht heraus und Überraschung, mein Name schien nirgendwo auf. Man hatte keinen einzigen der von uns vorgeschlagenen Zeugen angerufen, nicht ein einziges Mal. Darunter waren 17 Feuerwehrmänner und 22 Überlebende aus den Türmen. Nicht einer von ihnen wurde angerufen. Gerade als Vater habe ich die Pflicht, den Mörder meines Sohnes zu finden. Die Untersuchungskommission hat mir nichts in die Hand gegeben. Die Kommission hat nicht wirklich untersucht. Sämtliche Mitglieder der Bin Laden-Familie saßen in einem der nächsten Flieger. Man hatte sie von überall zusammengetrommelt und in Windeseile außer Landes gebracht. Da brannte noch das Pentagon. Die Kommission fragte Müller, wer erlaubte diesen Leuten, das Land zu verlassen? Jemand vom Außenministerium. Können Sie uns sagen, wer? Antwort, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Ähnlich verhielt es sich mit General Myers, den die Kommission gegen Ende der Anhörungen vorlud. Sie befragte ihn zu Musawi. Erinnern Sie sich, Informationen über Musawi erhalten zu haben? Seine Antwort, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht.
Dann war da Ashcroft, der Generalstaatsanwalt. Picard, der im Sommer 2001 stellvertretender FBI-Direktor war, bezeugte, sie hätten 71 Warnungen erhalten. Ashcroft saß da und log die Kommission an. Ich wusste nichts von diesen Warnungen. Wir achteten nicht auf Terrorismus. No warning signs that I'm aware of. Anybody. And I don't think the prior government could envision flying airplanes in the building. These people lied. Diese Leute logen ganz offensichtlich und die Regierung nahm sie in Schutz. Eben die Leute, die angehört wurden, hätte man einsperren sollen. Müller, Ashcroft, Condoleezza Rice. Da gibt es diese böse Organisation, deren Anführer Bin Laden, ein geheimes Netzwerk in den Höhlen von Afghanistan. Heute Abend stellen die Vereinigten Staaten folgende Forderungen an die Taliban. Alle in ihrem Land versteckten Al-Qaida-Führer müssen an die US-Behörden ausgeliefert werden. Die USA müssen vollen Zugang zu den Terroristen-Ausbildungslagern bekommen, um deren Stilllegung sicherzustellen. Diese Forderungen sind nicht verhandel- oder diskutierbar. Sie werden Bin Laden nie fangen, sonst würde jeder glauben, der Krieg gegen den Terror sei vorbei. Für Amerikaner ist es schwer vorstellbar, wie böse Leute sind, die sowas tun. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich bin ein Vater und suche den Mörder meines Sohnes. Man muss bescheuert sein, zu glauben, dass es 19 Araber waren. Das wissen sogar meine Hunde besser. So viel muss gesagt sein. Versetzen Sie sich in meine Lage. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind wurde ermordet und es gab nie eine Ermittlung. Wie würden Sie sich fühlen, wenn man verweigert, den Mord an Ihrem Kind aufzuklären? Ich war bis 3 Uhr früh zu Hause. Dann stieg ich aus dem Bett, weil ich nicht schlafen konnte. Ich ging zurück, um nach Überlebenden zu suchen. Konnte hier unten noch ein Feuerwehrmann oder Polizist eingeschlossen sein? Ich wollte ihn finden, selbst, oder jemand, der dort arbeitete. Nur um ein bisschen Trost zu finden. Ich suchte 9 Tage lang, aber ich fand keinen Überlebenden. Ich kam über fast 1,5 Jahre dorthin zurück. Und wenn ich nicht dort arbeitete und suchte, war ich auf Begräbnissen. Man nahm mir meine Freunde, meinen Job, den ich wirklich liebte, und meine Gesundheit. Niemals darf dieser Tag vergessen werden.